Hallo und herzlich willkommen. Es freut mich, dass du dir Zeit nimmst, eine neue Entspannungstechnik kennenzulernen oder sie, wenn du sie schon kennst, erneut durchzuführen. Es geht hier um die progressive Muskelrelaxation. Die Übung wird im Liegen durchgeführt und du wirst in den nächsten Minuten 17 einzelne Muskelgruppen immer auf einen Impuls anspannen, für ein paar Sekunden heben und auf einen erneuten Impuls die Anspannung wieder lösen. Mach es dir jetzt wieder ganz bequem auf deiner Unterlage. Wenn es noch etwas gibt, das dich einengt, kannst du es jetzt noch lockern oder lösen. Und sonst konzentriere dich einfach ganz auf die Übung, die wir jetzt gemeinsam werden machen. Wenn du Lust hast, kannst du jetzt auch deine Augen schließen. Du liegst bequem auf dem Rücken. Arme liegen locker neben deinem Rumpf. Die Beine bequem etwa hüftbreit ausgestreckt auf der Unterlage. Nimm jetzt ganz bewusst Kontakt auf mit deiner Unterlage. Spür den Kontakt zwischen deinem Körper und der Unterlage. An den Fersen, den Waden, an den Oberschenkeln, am Gesäß, am Rücken und den Schultern, an den Armen und am Kopf. Und jetzt lenk deine Aufmerksamkeit nach innen. Wie fühlst du dich jetzt gerade? Lenk deine Aufmerksamkeit auf die Atem. Und beobachte einen Moment lang die Atem, ohne ihn zu beeinflussen. Und jetzt lenk deine Aufmerksamkeit auf die dominante Arm. Heb die dominante Arm ein Stück von der Unterlage ab. Bau deine dominante Hand zur Faust. Jetzt! Du spannst deine Hand- und Unterarmmuskulatur so kräftig wie möglich an. Und löse jetzt die Anspannung wieder auf. Lass die Arme wieder auf die Unterlage sinken. Die Muskeln von deinem dominanten Arm sind jetzt angenehm entspannt. Spann nochmal deine dominante Hand an. Jetzt! Mach eine Faust, halt die Spannung einen Moment. Und entspann deine Hand jetzt wieder. Lass den Arm wieder auf die Unterlage sinken und spür die Entspannung in deiner dominanten Hand. Spann als nächstes den dominanten Oberarm an, indem du den Ellbogen etwa 90 Grad beugst
und die Oberarme seitlich an die Oberkörper pressst. Jetzt. Deine Muskeln im dominanten Oberarm sind ganz fest und angespannt. Und löse jetzt die Anspannung wieder auf und lass den dominanten Arm langsam auf die Unterlage zurücksinken. Auch diese Muskeln sind jetzt angenehm entspannt. Wiederhol das nochmal und presse die dominante Oberarm seitlich an die Oberkörper. Jetzt! Drücke gegen die Oberkörper, halt die Spannung und löse die Spannung wieder. Jetzt! Lass den Arm wieder ganz entspannt auf die Unterlage sinken. Spür die Entspannung im dominanten Arm. Achte auf den Unterschied zwischen der Anspannung vorher und der Entspannung nachher. Achte, welches Gefühl sich in deinem Arm und der Hand entwickelt. Vielleicht ein leichtes Kribbeln. Vielleicht das Gefühl von Schwere und Wärme. Und jetzt lenk deine Aufmerksamkeit auf die andere Arm. Heb die Arme ein Stück von der Unterlage ab. Bau deine Hand zur Faust. Jetzt! Du spannst deine Hand- und Unterarmmuskulatur so kräftig wie möglich an. Und löse jetzt die Anspannung wieder auf. Lass die Arme wieder auf die Unterlage sinken. Die Muskeln von deiner Hand sind angenehm. Entspannt. Spann nochmal deine Hand an. Jetzt! Mach eine Faust, halt die Spannung einen Moment und entspann deine Hand jetzt wieder. Lass den Arm wieder auf die Unterlage sinken und spür die Entspannung in deiner Hand. Spann als nächstes den anderen Oberarm an, indem du den Ellbogen etwa 90 Grad beugst und die Oberarm seitlich an die Oberkörper pressisch. Jetzt! Deine Muskeln im Oberarm sind ganz fest und angespannt. Und löse jetzt die Anspannung wieder auf und lass die Arme langsam auf die Unterlage zurücksinken. Auch diese Muskeln sind jetzt angenehm entspannt. Wiederhol das nochmal und presse die Oberarme seitlich an die Oberkörper. Jetzt! Drücke gegen die Oberkörper, halt die Spannung und löse die Spannung wieder. Jetzt! Lass den Arm wieder ganz entspannt auf die Unterlage sinken. Spür die Entspannung in deinem anderen Arm. Achte auf den Unterschied zwischen der Anspannung vorher und der Entspannung nachher. Achte, welches Gefühl sich in deinem Arm oder Hand entwickelt. Spür nachher, wie locker und gelöst jetzt deine Muskeln in beiden Armen und Händen sein können. Spür die Entspannung in beiden Armen.
Und jetzt spür dein Gesicht. Spann deine Stirnmuskeln an, indem du deine Augenbrauen fest nach oben ziehst. Jetzt. Mach die Stirn ganz faltig, halt die Spannung an und löst die Spannung wieder. Jetzt. Die Stirn ist jetzt glatt und alle Muskeln wieder entspannt. Runzle nochmal deine Stirn und zieh die Augenbrauen nach oben. Jetzt. Verstärkt die Spannung, spür die Spannung und entspann dein Gesicht wieder. Jetzt. Die Entspannung kann sich jetzt weiter ausbreiten. Drück deine Augen fest zusammen und rümpf gleichzeitig deine Nase ganz fest. Jetzt! Heb die Anspannung. Und lass sie wieder los. Jetzt! Rümpf nochmal deine Nase und drück die Augen zusammen. Jetzt! Heb die Anspannung. Und lass sie wieder los. Jetzt! Beiss jetzt deine Zähne fest zusammen. Drück die Zunge fest nach oben gegen den Gaumen und ziehe gleichzeitig die Mundwinkel nach unten und spann so den gesamten Kiefer an. Jetzt! Heb auch hier die Anspannung noch einen Moment und lasse wieder jetzt. Wenn du Lust hast, beweg die Unterkiefer ein bisschen hin und her. All deine Muskeln sind jetzt locker und entspannt. Drück jetzt nochmal deine Zähne fest zusammen, drück die Zunge fest nach oben gegen den Gaumen und ziehe gleichzeitig die Mundwinkel nach unten und spann so den gesamten Kiefer an. Jetzt! Heb die Anspannung noch einen Moment. Und löse wieder. Jetzt! Alle Anspannung im Kiefer hat sich jetzt aufgelöst. Das ganze Gesicht ist jetzt glatt und entspannt. Alle Muskeln locker. Lenk deine Aufmerksamkeit jetzt auf deine Hals- und Nackenpartie. Wie fühlt sich die Gegend jetzt gerade an für dich? Atme ein und lüpfe den Kopf ein bisschen ab. Ziehe das Kinn gegen das Brustbein und spann gleichzeitig auch die Nackenmuskeln an. Jetzt! Heb die ganze Anspannung für einen kurzen Moment, beobachte Anspannung und löse alles wieder auf. Jetzt! Atme ganz entspannt, löse die Verkrampfung in der Nackenpartie und löse deine Muskeln. Stell dir vor, wie die ganze Anspannung aus deiner Nackenpartie rausfliessen kann. Atme nochmal ein und lüpfe den Kopf ein bisschen an, ziehe das Kinn gegen das Brustbein und spann gleichzeitig auch die Nackenmuskeln an. Jetzt! Heb die ganze Anspannung für einen kurzen Moment, beobachte Anspannung und löse alles wieder auf. Jetzt! Die Nackenpartie ist jetzt frei, ganz locker, gelöst und entspannt. Achte auf den Unterschied zwischen der Anspannung vorher und der Entspannung nachher.
Achte, welches Gefühl sich in deiner Nackenpartie entwickelt. Vielleicht ein leichtes Kribbeln, vielleicht das Gefühl von Schwere und Wärme, das du auf Wunsch auch kannst verstärken und in deinen ganzen Körper kannst lassen strömen. Ziehe jetzt die Schulterblätter nach hinten zusammen zur Wirbelsäule her. Mach den Brustkorb ganz weit. Jetzt! Heb die Anspannung wieder und spüre die Spannung zwischen den Schulterblättern und dem Rücken und lass es wieder los. Jetzt! Entspann die Schulterblätter und den ganzen Rücken und lass alle Anspannung los. Lass die ganze Spannung los und gib es ab an deine Unterlage und genieße das entspannte Gefühl im Rücken. Ziehe jetzt die Schulterblätter nochmal nach hinten zusammen, zur Wirbelsäule her. Mach den Brustkorb ganz weit. Jetzt! Heb die Anspannung wieder und spüre die Spannung zwischen den Schulterblättern und dem Rücken und lass alles wieder los. Jetzt. Nimm ganz bewusst die Entspannung im Rücken wahr. Was spürst du? Schwere. Wärme. Ganz egal, was dir jetzt auffällt. Nimm sie einfach nur wahr. Lenk deine Aufmerksamkeit jetzt auf den Bauch. Ziehe den Bauchnabel gegen die Wirbelsäule und drücke den Unterrücken gegen die Unterlage. Jetzt! Halt Anspannung, atme aber ruhig weiter und entspann die Bauchmuskeln wieder. Jetzt! Nimm einen tiefen Atemzug. Mit dem Ausatmen lass alles los, was dich noch belastet. Lass alle Anspannung los. Die Bauchmuskeln sind völlig gelöst und entspannt. Zieh jetzt nochmal den Bauchnabel gegen die Wirbelsäule und drück den Unterrücken gegen die Unterlage. Jetzt! Halt die Anspannung. Atme aber ruhig weiter und entspann die Bauchmuskeln wieder. Jetzt! Der Bauch ist völlig gelöst und entspannt. Nimm den Unterschied zwischen A und Entspannung wahr. Wandere mit deiner Aufmerksamkeit in Richtung Gesäß- und Beckenmuskulatur. Spann jetzt dein Gesäß ganz fest an und ziehe dein Becken nach innen gegen oben. Jetzt! Heb die Anspannung, atme aber ruhig weiter und löse die ganze Spannung wieder. Jetzt! Das Gesäß und das Becken sind entspannt. Wiederhol das Ganze und spann dein Gesäß ganz fest an und ziehe dein Becken nach innen gegen oben. Jetzt! Heb die Anspannung, atme aber ruhig weiter und löse die ganze Spannung wieder. Jetzt! Das Gesäß und das Becken sind ganz entspannt. Und so kannst du mit deiner Aufmerksamkeit weitergehen, zu deinem dominanten Bein.
spann die Muskeln von deinem Oberschenkel an, indem du das Bein ein wenig von der Unterlage anlüpfst und das Knie fest durchstreckst. Jetzt. Spür die Spannung. Halt sie noch einen Moment an. Und lass sie wieder los. Jetzt. Lass das Bein wieder zurück auf die Unterlage sinken und spür wieder den Unterschied zwischen vorher und nachher. Die Muskeln im Oberschenkel sind jetzt wieder locker und weich. Spann die Muskeln von deinem Oberschenkel nochmal ganz fest an, indem du das Bein ein wenig von der Unterlage anlüpfst und das Knie fest durchstreckst. Jetzt! Spür die Spannung, heb sie noch einen Moment an und lass sie wieder los. Jetzt! Lass das Bein wieder zurück auf die Unterlage sinken und spür wieder den Unterschied zwischen der Anspannung vorher und der Entspannung nachher. Die Muskeln im Oberschenkel sind jetzt wieder locker und weich. Bleib mit deiner Aufmerksamkeit bei deinem dominanten Bein. Spann jetzt aber die Muskeln von deinem Unterschenkel an, indem du das Bein streckst und die Zehenspitzen stark gegen dein Gesicht ziehst. Jetzt! Spür die Spannung, heb sie noch einen Moment an und lass sie wieder los. Jetzt! Lass das Bein wieder zurück auf die Unterlage sinken und spür wieder den Unterschied zwischen vorher und nachher. Die Muskeln im Unterschenkel sind jetzt wieder locker und weich. Spann nochmal die Muskeln von deinem Unterschenkel an, indem du das Bein streckst und die Zehenspitzen stark gegen dein Gesicht ziehst. Jetzt! Spür die Spannung. Heb sie noch einen Moment an und lass sie wieder los. Jetzt! Lass das Bein wieder zurück auf die Unterlage sinken und spür wieder den Unterschied zwischen der Anspannung vorher und der Entspannung nachher. Die Muskeln im Unterschenkel sind jetzt wieder locker und weich. Wandere weiter zum Fuß von deinem dominanten Bein und streck den Fuß durch, wie wenn du Gas geben willst. Ziehe gleichzeitig die Zehen so fest wie möglich zusammen. Jetzt! Spür die Anspannung. Heb sie noch einen Moment und lass sie wieder locker. Jetzt. Der dominante Fuß ist jetzt vollkommen entspannt und fühlt sich weich und locker an. Streck nochmal den Fuß durch, wie wenn du Gas geben willst. Und ziehe gleichzeitig die Zehen so fest wie möglich zusammen. Jetzt! Spür die Anspannung, heb sie noch einen Moment. Und lass sie wieder locker. Jetzt! Der dominante Fuß ist jetzt vollkommen entspannt und fühlt sich weich und locker an. Das ganze dominante Bein ist jetzt völlig locker und entspannt. Du kannst jetzt schon mal das dominante Bein mit dem anderen Bein vergleichen, was die Anspannung und die Entspannung angeht. Welche Unterschiede nimmst du wahr? Und so kannst du mit deiner Aufmerksamkeit weitergehen zu deinem anderen Bein. Spann die Muskeln von deinem Oberschenkel an, indem du das Bein ein bisschen von der Unterlage anlüpfst und das Knie fest durchstreckst. Jetzt! Spür die Spannung, heb sie noch einen Moment an und lass sie wieder los. Jetzt!
Lass das Bein wieder zurück auf die Unterlage sinken und spür wieder den Unterschied zwischen vorher und nachher. Die Muskeln im Oberschenkel sind jetzt wieder locker und weich. Spann die Muskeln von deinem Oberschenkel noch mal ganz fest an, indem du das Bein ein bisschen von der Unterlage anlöpfst und das Knie fest durchstreckst. Jetzt. Spür die Spannung, heb sie noch einen Moment und lass sie wieder los, jetzt. Lass das Bein wieder zurück auf die Unterlage sinken und spür wieder den Unterschied zwischen der Anspannung vorher und der Entspannung nachher. Die Muskeln im Oberschenkel sind jetzt wieder locker und weich. Bleib mit der Aufmerksamkeit bei deinem anderen Bein, spann jetzt aber die Muskeln von deinem Unterschenkel an, indem du das Bein streckst und die Zehenspitze stark gegen dein Gesicht ziehst. Jetzt. Spür die Spannung, heb sie noch einen Moment an und lass sie wieder los. Jetzt. Lass das Bein wieder zurück auf die Unterlage sinken und spür wieder den Unterschied zwischen vorher und nachher. Die Muskeln im Unterschenkel sind jetzt wieder locker und weich. Spann jetzt nochmal die Muskeln von deinem Unterschenkel an, indem du das Bein streckst und die Zehenspitze stark gegen dein Gesicht ziehst. Jetzt! Spür die Spannung, heb sie noch einen Moment an und lass sie wieder los. Jetzt! Lass das Bein wieder zurück auf die Unterlage sinken und spür wieder den Unterschied zwischen der Anspannung vorher und der Entspannung nachher. Die Muskeln im Unterschenkel sind jetzt wieder locker und weich. Wandere weiter zum Fuß von deinem anderen Bein und streck den Fuß durch, wie wenn du Gas geben willst, und ziehe gleichzeitig die Zehen so fest wie möglich zusammen. Jetzt. Spür die Anspannung, heb sie noch einen Moment und lass wieder locker. Jetzt. Der Fuß ist jetzt vollkommen entspannt und fühlt sich weich und locker an. Streck nochmal den Fuß durch, wie wenn du Gas geben willst, und ziehe gleichzeitig die Zehen so fest wie möglich zusammen. Jetzt! Spür die Anspannung, heb sie noch einen Moment und lass wieder locker. Jetzt! Der Fuß ist jetzt vollkommen entspannt und fühlt sich weich und locker an. Das ganze Bein ist jetzt völlig locker und entspannt, alle Muskeln gelöst. Der gesamte Körper ist jetzt entspannt. Wenn du jetzt noch irgendwo eine Anspannung spürst, kannst du sie jetzt loslassen. Lass es aus dir raus in die Unterlage fliessen. Gib die Anspannung ab. Du bist jetzt vollkommen entspannt. Die Füße, die Waden, die Schienbeine, die Knie, alle Beinmuskeln, das Gesäß, die Hüfte. Nimm die Schwere von deinem Unterkörper wahr, während sich Entspannung weiter ausbreitet. Dehnt die Entspannung jetzt auch auf den Bauch aus und auf den Rücken. Spür, wie sich die Entspannung mehr und mehr ausbreitet. Sie breitet sich über den Rücken, die Brust, die Schultern, das Gesicht, über den Nacken und über die Arme,
bis ich in die Fingerspitzen. Der Atem fließt frei und ruhig. Genieß den Zustand der Entspannung noch ein paar Minuten. Und so langsam beenden wir jetzt die Übung. Nimm einen tiefen Atemzug und lass die Luft aus der Lunge rausströmen. Spür deine Finger und Zehen und bewege sie ein bisschen. Lass die Bewegungen immer grösser werden. Mach die Bewegungen, die dir jetzt gerade gut tun. Streck und reck dich wie eine Katze und wenn du bereit bist, öffne auch wieder deine Augen. Du bist jetzt wieder zurück im Hier und Jetzt. Versuch das Gefühl von Entspannung für den Rest des Tages zu bewahren.